Wer die Bilder noch nie gesehen hat, liebe Schwestern und Brüder, oder noch nie an diesem Ort war, der sollte das dringend nachholen. Der sollte sich diese Bilder wirklich vor Augen führen. Tag für Tag fahren dort die Züge vor, Viehwaggons, voller Menschen, irgendwann aus ganz Europa, vollgestopft mit Juden. Sie fahren hauptsächlich nach Auschwitz. Dort werden sie gleich nach der Entladung an der Rampe selektiert. Kinder gleich weg, Alte weg. Diejenigen, die noch so aussehen, als könnten sie arbeiten, werden ja gebraucht. Man wird sie bis zu Tode ausnutzen, bevor dann auch sie wegkommen. In die perfektionierte Gaskammer. Das war bei Edith Stein noch am Beginn dieser grauenvollen Entwicklung. Wir müssen uns vorstellen, nachdem sie am 6. August noch in Echt in ihrem Karmel zu ihren Mitschwestern sprach: Ich bin auf alles gefasst. Und auch hier, jetzt, ist Jesus in unserer Mitte. Und ich kann mit tiefem Vertrauen das Wort sprechen: Ave crux spes unica. Sei gegrüßt, heiliges Kreuz, du einzige Hoffnung. Und wir müssen uns wirklich das Bild vor Augen rufen. Gerade, denke ich, in unserer heutigen Zeit, da ja irgendwie alles egal ist. Sie, eine Karmelitin mit diesem durchaus komplizierten Habit, geht mit diesem Habit in jene Viehwaggons, nachdem die holländischen Bischöfe einen Hirtenbrief veröffentlicht hatten, gegen die Nazis, gegen die Besetzung, rächt sich das Regime und sammelt sie alle ein, auch die getauften Juden, wie Edith Stein. Und sie fährt tagelang in diesem Habit, eingepfercht im Viehwaggon bis Auschwitz. Und Überlebende haben berichtet, wie sie mit diesem Habit als Nonne, also auch da inmitten von Juden, die wissen eigentlich oder ahnen, was ihnen bevorsteht, wie sie als katholische Nonne diesen letzten Weg geht. Gefasst, hilfsbereit, sich um diejenigen kümmert, die nicht mehr weiter wissen. Welch ein Bild! Man muss dazu gar nicht predigen, man braucht eigentlich nur dieses Bild vor Augen. Wenn die liturgischen Texte uns von der himmlischen Heimat sprechen, das tun sie eigentlich immer an den Märtyrerfesten, so sprechen sie doch diesmal besonders. Denn sie hatte eine Fremdheit erfahren ihr ganzes Leben lang. Schon als Wissenschaftlerin in dieser damals noch männerdominierten Wissenschaftswelt. Da war für sie als Professorin kein Platz. Sie hat es wohl später selber so gesehen, dass Gott mit ihr einen anderen Plan hatte. Aber sie hat es als Fremdheit erfahren. In Münster, in Freiburg, in Marburg, bei ihren unterschiedlichen Lehrern. Und dann auch natürlich in der Kirche eine gewisse Fremdheit. Konvertiten, gerade solche aus dem erstgeliebten Bundesvolk Gottes. Das haftete ja an. So sehr man ihr im Karmel auch Hochschätzung entgegenbrachte, aber irgendetwas bleibt. Und ihr Schicksal zeigt es von Neuem. Und schließlich inmitten ihrer Glaubensgenossen, ihrer Volksgenossen, mit denen sie als Kind und Jugendliche in ihrer Breslauer Heimat nun gar nichts anzufangen wussten, jetzt ist sie mitten hineingestellt, aber nicht als ihresgleichen, sondern als solche, die dieses Wort am eigenen Leib erfahren hat, dass der Vater im Geist und in der Wahrheit angebetet werden will, wie Jesus zu jener Samariterin, zu jener suchenden Frau spricht. Die Väter legen dieses Wort immer schon aus als Wort über die Dreifaltigkeit. Gott, der Vater, will angebetet werden im Geist und im Sohn, der die Wahrheit ist. Das hat Edith Stein entdeckt und daran hat sie bis zum Ende festgehalten. Welch ein Bild, vielleicht nehmen wir das heute mit.
mitten in der Selektion eine Karmelitin mit Schleier und Habit. So ist sie gegangen, bis zu ihrem letzten Moment, als sie dann vor der Kammer ihre Kleider wie die anderen ablegen musste und sie anschließend nach der Vergasung herausgeschafft wurde. Sie kam noch nicht in die Öfen. Sie wurde noch, wie das damals üblich war, auf freiem Feld in der Nähe verbrannt, in einem Grab. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist das Lebenszeugnis, das Martyrium, was es ja wörtlich bedeutet, einer Jüdin, einer Wissenschaftlerin, einer Nonne, einer Frau, die Gott gesucht hat und ihn gerade so bezeugt.